Der Kritiker fragt Pete Smeet: Ihr dürft drei Helden aus dem South Park-Universum wählen, die euch beschützen werden. Professor Chaos versucht euch zu töten. Wen würdet ihr wählen? Also ich würde auf jeden Fall Captain Diabetes nehmen, weil den finde ich ziemlich nice. Dann glaube ich Professor Timothy und natürlich noch The Coon, weil The Coon einfach nice ist. Naja, The Coon ist ja wohl klar. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber ich habe jetzt hier nochmal, um mir das in Erinnerung zu rufen, das Wiki aufgemacht und ich entscheide mich dann noch für Tupperware. Ja. Und Supercrack. Also als allererstes würde ich ja Eric Cartman nehmen, ja. Einfach weil der krasseste Motherfucker ist. Dem ist nichts zu schade, der wird einfach den nächsten Helden opfern, um damit wir überleben. Weil das wäre nämlich Timmy! Ich finde Timmy mega nice. Und den wird er bestimmt opfern, einfach damit wir entkommen können. Und Timmy hat auch ja, geheime Superkräfte. Und als drittes würde ich noch Butters nehmen. Butters ist voll der unterschätzte Charakter, finde ich. Und der ist krass. Also Butters und Cartman im Team, die machen alles weg. Alter, was eine Frage. Dafür müssen wir die erstmal wieder können. Ich bin jetzt nicht hier der übelste South Park Main. Spiele gerne mal die Spiele, aber schon lange wieder her. Ja, vor allem keine Ahnung, wie die alle nochmal heißen. Also ja gut, Cartman, Kyle, Stan, logischerweise. Allerdings keine Ahnung, wie deren Helden-Pendants heißen. Keine Ahnung. Die Hauptpersonen. Ja, also Cartman, Stan und Kyle nehme ich, weil Kenny ja mal stirbt. Echt, wie gesagt, tut mir leid. Da bin ich ein bisschen falsch bei der Frage. Pass auf, ich nehme Cthulhu. Ja, ich nehme Cthulhu. Ich war am überlegen, Satan oder Jesus, aber Butters wäre natürlich auch super, ne? Dann gibt's kein Captain Chaos, aber er ist ja doof. Also, nehmen wir Cthulhu, Call Girl und Captain Diabetes.